Reportage. Ich darf heute zu Gast sein an einem ganz besonderen Ort. Und zwar hat der deutsche Generalkonsul, die deutsche Delegation und alle deutschen Bischöfe und auch die Mitglieder der deutschen Gemeinde in Rio de Janeiro zu einem kurzen Empfang eingeladen. Und wie ihr hinter mir seht, schauen wir auf den Zuckerhut und auf die Favela. Es ist irgendwie bewegend. Wir sitzen hier in einem sehr luxuriösen Anwesen, haben ganz lecker gegessen und getrunken. Und gleichzeitig ist da unten die Favela. Das ist irgendwie sehr bewegend, sehr beeindruckend. Und irgendwie hat man auch ein schlechtes Gewissen. Und gleichzeitig freut man sich über diesen schönen Ausblick. Ja, das sind sie, die einerseits positiven Seiten und einerseits auch sehr bewegenden Seiten, die man als Journalist hier in Rio erleben darf. Man ist an wunderbaren Orten und gleichzeitig so nah am Elend auch hier in Rio de Janeiro. Das ist es, das macht die ganze Reise aus, das macht diese Stadt aus. Und ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Jugendliche das hier erlebt haben und mit nach Hause nehmen werden.